Ja, weiter geht es mit Let's Play Rift. Ja, die letzte Folge ist schon wieder ein wenig her. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter. Und zwar genau da, wo wir aufgehört haben, nämlich in der scharlachroten Schlucht. Und wir haben noch ein paar Quests abzugeben, aber bevor wir das machen, schalte ich mal, wie immer, das UI wieder ein. Also das User Interface. Ja, Rift ist ja nun Free-to-Play. Ich habe mich so ein bisschen informiert, was sich da so getan hat, beziehungsweise nicht getan hat oder was auch immer. Und zwar, also wie ich das richtig verstanden habe, könnt ihr das Spiel relativ unbegrenzt spielen, also zeitlich natürlich sowieso. Aber ihr habt so wenig Einschränkungen, wie man das eigentlich nicht gewohnt ist, soweit ich weiß. Und man kann sich wohl alles erspielen. Ich habe jetzt leider keinen Free-to-Play-Account, wo ich nachprüfen kann, was jetzt genau anders ist und was nicht. Aber ich kann euch zeigen, was man als Abonnent hat. Und zwar, was haben wir hier? Stammspieler heißt das nämlich hier, nicht Abonnent. So, wir können Begleiter beschwören, einen Bankier, aber das kennen wir ja schon alles von den Veteranen. Von den Veteranenbelohnungen halt. Gildenbankier, okay, der ist neu, den hatten wir glaube ich noch nicht. Dann können wir hier die Ausbilder beschwören, Klerikerausbilder, Kriegerausbilder, also die verschwinden nach einer Zeit natürlich wieder, die laufen jetzt nicht unendlich hinter einem her. Und natürlich können wir auch die Mailbox wieder, also unseren Briefkasten beschwören. Ja, und den Schurkenausbilder. Und dann haben wir natürlich noch Stärkungen. Und zwar eine Bekanntheit des Patrons. Ich denke mal, kriegt man mehr Bekanntheit. Steht natürlich auch da unten, wenn ich lesen würde. Erhöht die von allen Quellen erhaltene Bekanntheit für 2 Stunden um 40%. Dieser Effekt hält über den Tod hinaus an. Ja, wir haben jetzt so ein paar Boni, die wir uns aktivieren können. Allerdings, ach so, täglich, genau. Man kann ihn nur täglich benutzen, also einmal am Tag. Für 2 Stunden jeweils 40% des jeweiligen, ja, Attributes, also Bekanntheit, Erfahrung, Gunst oder Prestige oder, ja, Zeichen. Die Zeichen sind für uns allerdings eher, ja, weniger interessant. So, dann hat sich was getan, nämlich im Shop natürlich. Auch Abonnenten sind vor diesem Shop nicht, ja, sicher. Und man verfällt ziemlich schnell in der Kaufwut. Die Einheit hier sind so grüne Diamanten, also das heißt eigentlich nur Guthaben. Ja, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und zwar, wenn man Abonnent war, kriegt man natürlich so ein Starterpaket oder so. Ich hatte irgendwas mit 22.000 oder so. Und ihr seht schon, die sind ziemlich aufgebraucht mit knapp unter 6.000 Einheiten dieser Währung. Und davon kann man sich allerhand Zeug kaufen. Unter anderem Dienste, da könnt ihr von diesem Guthaben Spielzeit kaufen, das ist sehr interessant. Charaktererweiterung, ich glaube die brauche ich eher nicht und ja, Fraktionswechsel und ja, solche Sachen halt. Dann schon mal weiter durch, hier haben wir noch Schübe, das sind hier diese, ja, diese Tränke, die ich vorhin schon als Buff gezeigt habe, die kann man natürlich auch als Trank kaufen. Dann haben wir Truhen und Schlüssel, diese droppen allerdings auch zufällig bei Gegnern, also habe ich zumindest bisher erfahren. Ich hatte mal einen Drop von so einer Diebs Vorratskiste von so einer lilanen. Dann braucht ihr noch so einen Schlüssel, um die überhaupt zu öffnen. Das ist ein bisschen tricky, denn ohne Schlüssel oder Truhe könnt ihr das nicht benutzen und das gammelt eigentlich nur mit eurem Inventar rum. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Drop-Chancen sind. Vielleicht kann der ein oder andere davon berichten. So intensiv habe ich das jetzt die letzten Tage ehrlich gesagt nicht gespielt. Egal, schauen wir mal weiter. Wir können auch noch Ausrüstung kaufen. So, hier können wir das noch weiter sortieren. Bündel, Rüstung, Waffen, ja, Zubehör, Aufwertungsgegenstände, Essenzen, Fokus, also Foki und Runen. Hier gibt es auch nochmal, nee, Quatsch, wir haben noch nichts ausgeklickt, genau, ausgeklickt, nichts angeklickt. Ja, wir können uns hier Rüstung kaufen, die ja total überlegen sind. Naja, das Gute an diesem Ding ist, das ist auch euer Shopfenster, also wenn ihr beim NPC irgendwas einkauft, dann ist auch das euer Fenster, also dieses Layout. Und das ist richtig praktisch, denn jetzt kann man hier nach Level und nach Berufung sortieren, beziehungsweise je nachdem, was ihr ausgewählt habt, natürlich auch noch die entsprechenden Slots könnt ihr hier auswählen. Also wenn ihr nur Einhandwaffen sucht, dann klickt ihr alles aus hier unten bis auf Einhandwaffen. Ja, das finde ich recht praktisch.
Ja, das ist aber ziemlich teuer, ne? 400 Platin und wir haben gerade mal 18. Naja, komm später noch zu ein paar andere Neuerungen, weswegen ich ein bisschen Geld sparen kann. So, ja, PvP, hier kann man sich die PvP-Rüstung kaufen, die auch irgendwie wesentlich besser ist. Hier gibt es übrigens auch schon direkt das Vorschaufenster. Kann man sich mal die komplette PvP-Rüstung, zumindest das Dreier-Set, anziehen. Und, das sieht ziemlich, zumindest von den Schultern her, ziemlich bullig aus. Man kann auch den Charakter hier drehen. Das gefällt mir irgendwie. Huch. Ja, meine Maus ist ein bisschen defekt. Die linke Maustaste spinnt, wenn, also die ist nicht dauerhaft gedrückt. Wenn ich sie gedrückt halte, irgendwie spinnt das Ding so ein bisschen rum. Naja, ich hoffe, ich kriege das noch in den Griff. Dann, das war PvP. Natürlich kann man sich ja auch Waffen aussuchen. Hier der Hammer, der gleich mal 15 DPS ja, mehr auf die Reihe kriegt als unserer. Allerdings auch 18.000 Einheiten Gunst kostet. Das wird hier übrigens auch angezeigt. Diese ganzen Sondereinheiten, die man braucht, werden hier angezeigt. Neben diesen Standard-Sachen natürlich. So, zack. Ja, das sieht doch mal imposant aus, oder? Naja. Wie gesagt, hier kann man, das ist das gleiche wie bei Ausrüstung, nur halt für PvP ausgelegt. Was man natürlich auch, ach, jetzt habe ich es natürlich nicht gezeigt, was man hier an dem Vergeltungswert sieht. Da macht man nämlich mehr Schaden an anderen Spielern. So, wir gehen in die Garderobe. Und hier kann man natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen rumspielen, wenn man sich hier so ein bisschen einkleiden will. Je nachdem, so ein bisschen Roleplaying betreiben will oder was weiß ich. Allerdings kann man sich auch, allerdings ohne Stats das Ganze, ne? Das ist wie gesagt nur für die Garderobe, das ist nur die Optik. Kann man sich hier noch von den Dungeons oder Instanzen, kann man sich die Dinger sozusagen von Optik her besorgen. Ohne jetzt die Instanz selber gemacht zu haben. Das ist schon sehr nice, aber wie ihr seht, geht das auch recht aufs Guthaben, obwohl das natürlich ein ganzes Set hier immer ist. Wo ist das Kettenbündel? Das wäre dann unsere Optik. Man kann natürlich auch das Plattenbündel nehmen. Das sieht natürlich noch ein bisschen imposanter aus. Naja, wahrscheinlich langweile ich euch gerade damit. Aber das ist nun mal so ein ganz kleiner Einstieg in das Free-to-Play-Modell. Ja, wie gesagt, Getränke brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen. Das sind hier diese, ja, Buff-Food möchte ich das mal nennen. So, Reittiere. Hier kann man sich allerhand kaufen. Hier so einen schwarzen Reittiger zum Beispiel. Oder hier so ein Ungetüm. Die kann man übrigens, soweit ich weiß, auch alle erspielen. So den Eiswandler. Den haben wir nämlich, also habe ich geschenkt bekommen. Als Abonnent über eine bestimmte Zeit, über einen bestimmten Zeitraum. Ich habe keine Ahnung, warum genau ich den bekommen habe. Den habe ich nämlich hier. Den habe ich nicht aus dem Shop gekauft. Ihr seht schon, hier ist der nämlich, ja, orange, also legendär, oder? Artefakt, ich weiß gerade nicht, wofür das steht. Und wir haben so einen lilanen, also das ist nicht der, also es ist derselbe, aber wir haben ihn nicht aus dem Shop gekauft, wir haben ihn einfach geschenkt bekommen. Hier so ein bisschen was Asiatisches, so ein asiatisches, ja, Drachenpferd, keine Ahnung. Jetzt sind schon recht imposante Dinger dabei, zum Beispiel das hier gefällt mir recht gut auf Skeptiker-Seite. Huch. Das sieht ein bisschen, wie gesagt, meine Maustaste spinnt. Das sieht ein bisschen imposant aus. Der sieht schon ein bisschen zu, ja, regulär aus. Ja, wie gesagt, ihr könnt die ganzen Event-Tiere kaufen. Also diese Premium-Sachen kann man nur für dieses Guthaben, was man natürlich gegen Geld kaufen muss, ist ja natürlich klar, erwerben. Und die anderen, wie zum Beispiel hier diese schicken Pferde, das, was ich so toll fand, das kann man auch für, entweder für Guthaben oder der ursprünglichen Münze kaufen, also mit Währung meine ich natürlich. Da ist euch die Wahl gelassen, ob ihr euch für das reguläre Ingame-Geld oder für Echtgeld kauft, das ist euch überlassen. Deswegen kann man auch relativ viel, außer diese Premium-Sachen, außer diese hier, kann man auch Ingame erspielen. Also man muss nicht zwangsläufig Geld ausgeben und mal ehrlich, so ein Reittier ist doch letztendlich auch nur Optik. Wie das natürlich mit Sachen ist, wie Rüstungen und so, das weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, die kann man auch nur regulär kaufen. Bei PvP war ich sicher, dass man das nur für Gunst kaufen kann. Bei der normalen Ausrüstung, ich schaue mal ganz kurz, da bin ich mir nicht sicher. Ja, Rüstung oder Guthaben, genau. Platin oder Guthaben, also auch für Ingame-Geld. Das ist sehr nice und sehr fair, muss ich sagen. Natürlich kann man sich auch noch Begleiter kaufen. Hier so ein Taffy.
So ein kleiner Knuddelhund. Naja, mit Schleife, wer es braucht. Oder Winnie. Oder ein kleines süßes Pantherbaby. Und Kirby. Aber ich glaube, den habe ich auf irgendeinen Charakter. Nee, habe ich gar nicht. Der hat so einen Hut auf. Naja. Wie gesagt, muss man nicht unbedingt haben. Ja, und die anderen Sachen, wie gesagt, Lager. Da können wir uns auch noch die Beutel kaufen. Der ist übrigens sehr nice. Ein 32er Beutel. Naja, wer es hat. So, nichtsdestotrotz, ja, für Dimension Handwerk, das zeige ich jetzt nicht. Das ist im Prinzip mal dasselbe. Wir können uns ja auch noch so Sachen anfordern. Das mache ich jetzt auch nicht für alles. Wie viel Platz haben wir noch? 3 freie Slots. Dann werde ich mal kurz das Pferd besorgen. Das ist wichtig, dass ich das hole, weil momentan reiten wir mit 60%, soweit ich weiß. Aber wenn wir uns das besorgen, haben wir gleich eine Grundgeschwindigkeit von 110%. Deswegen fordere ich das mal kurz an und lese das gleich ein. Dann wollte ich noch haben... Ich hab's gleich. Die Eule. Hottie. Und die hat eine schöne deutsche Übersetzung. So, dann, das muss ich offscreen mal alles einsortieren. Die ganzen Dimensionsgegenstände würden jetzt einfach mal... oh ja, das ist nice. 2 Rollenplätze. Oh, können wir gar nicht anfordern. Ich glaube nur, wenn wir... Oder ist das direkt gut geschrieben worden? Muss ich gleich nochmal reingucken. Ah, haben wir sonst noch was? Nein. Sehr schön. Oh, wir haben es aber erhalten. Dann schaue ich nochmal ganz kurz. Ja, das dauert alles ein bisschen länger heute. Das tut mir leid. Naja, tut es mir gar nicht. Ja doch, wir haben 2 neue Rollen einfach mal für Lau erhalten. Mal schauen, was wir damit machen. Ich möchte gerne wieder auf Druide oder Schamane gehen. Also so ein bisschen Nahkampf. Irgendwie gefällt mir der Inquisitor nicht so. Können wir die überhaupt noch gebrauchen, die Builds? Oder ist alles resettet? Ich aktiviere mal kurz den Druiden. Ah doch, da haben wir ein bisschen was gemacht, auch mit Makros und so. Dann würde ich sagen, behalten wir das mal bei. Da haben wir noch 2 Punkte zu verteilen. Reduziert die Wirkzeit von Beschwörung? Nein. Was macht man denn da? Feenschritt erhöht die? Nein. Erhöht die nicht körperlichen? Nein. Waffenangriffe, kritische Zaubertreffer eures Begleiters. Das bezieht sich erst auf den Begleiter. Das finde ich nicht so prall. Erhöht den Positionsbonus von eifriger Schlag. Das ist auch nichts für uns, weil wir ja eigentlich unser Pet, die Aggro... Sag mal, ist jetzt mal gut da mit dem Raketenfeuerwerk im Hintergrund. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, weil wir unseren Begleiter nicht als Tank benutzen. Zumindest habe ich das nicht vor. Was haben wir hier? Erhöht kritische Trefferchance unserer Fähigkeiten. Das wäre nice. Erlittenen Schaden um 1%. Ja, nice to have, aber ne, ist kein Muss. Erhöht euren... Was sagt? Nein. Hier haben wir, glaube ich, angefangen, ne? Erhöht durch Angriffe mit Waffen verursachten Schaden um 6%. Ja, komm. Dann haben wir nochmal 10%, also 4% jetzt mehr Schaden durch die 2 Punkte. Speichern das Ganze mal. Beschwören unsere große Feenheilerin, während ich hier weiter im Text mache. Und zwar genau, müssen wir das Pferd noch kurz einlesen. Ich sehe meine Tasten gerade nicht, das ist ziemlich mies. So. Dann lesen wir das ein, dann haben wir eine höhere Reitgeschwindigkeit. Wenn wir nicht schon vorher ein schnelleres gekauft haben, aber ich glaube nicht. Nee, das sind alles diese Grunddinger. Das heißt, jetzt haben wir ein schnelleres Mount als, ja, Grundmount, also einen schnelleren Grundwert. So, dann, achso, wenn wir schon dabei sind, lesen wir den auch nochmal ein. Ich glaube, den werden wir auch eine Zeit lang benutzen. Und natürlich die Eule Hottie, die in der deutschen Version, ich ziehe sie mal kurz, wenn das Ding nicht wieder abrutscht, auf die Leiste, beschwör das mal. Einfach mal Euli heißt. Ist das nicht nett? Naja. Wir haben... Den wollen... Nein, nicht beschwören. Wie gesagt, meine Maustaste spinnt. Leider wird sich das auch noch ein paar Monate hindurchziehen. Wenn es denn nicht schlimmer wird. Was wollte ich eigentlich machen? Ach ja, unseren Eiswandler. So, dann beschwören wir den mal. Und zack. Sehr nice, oder? Also mir gefällt das Ding echt gut. So, dann hatten wir das auch. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt einen Handschuh habe, aber egal. Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, mehr Inventarplätze zu kaufen. Das geht allerdings nur, ja, mit diesem Guthaben. Ich mach das mal. Ja, da kommt auch schon gleich dieser
tolle Effekt. Jetzt können wir nämlich zwei Taschen mehr halten. Ich kaufe jetzt natürlich keine überteuert aus diesem Shop, sondern nur damit ihr einen Vergleich habt, ne? Also wie teuer, also was für einen Wert dieses Guthaben hier hat. Das muss mal ganz kurz sein. Das tut mir leid, dass ich das gerade nicht gemacht habe. 30 Tage Spielzeit. Ja, kosten 12,99 im Einzelabo, glaube ich. Sind 2160, also rund mal auf, sind 2200 Punkte. Das heißt, so eine Tasche. Wo hatten wir sie? So eine Tasche kostet locker, ja, 12, also 10 bis 15 Euro umgerechnet. So ein 32er Tornister. Selbst die, was ist das hier? 28er. Obwohl, die haben wir schon, ne, von dem Event. Ja, festlicher Sack des großen Vaters. Den haben wir schon, den können wir auch nur einmal tragen, deswegen können wir den gar nicht erwerben. 16er, die anderen sind eigentlich, ja, uninteressant. Aber der 32er ist schon recht teuer. Man muss aber dazu sagen, ja, er ist sein Geld leider wert. Ich werde es jetzt allerdings noch nicht machen. Ich werde mir so ein paar 24er oder so aus dem Auktionshaus holen. Wenn wir denn mal wieder da sind. Oder ich mache das offscreen oder ich habe eigentlich auch keine Ahnung. So. Dann würde ich sagen, machen wir weiter im Text, bevor das hier... Oh, ich sehe schon, wir haben 16 Minuten hier voll gequatscht. Also ich zumindest. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt als Einzelfolge mache oder ob wir die Quest noch annehmen und abgeben. Weil das sonst aus dem Kontext gerissen ist. Ja, komm, wir geben noch schnell ab. Bietet ihr Hilfe an? Oh, drei Stück gleich. Die Anführer. Okay, wir haben die Wahl zwischen diesen Zauberstäben. Ich nehme einfach irgendeinen, weil wir brauchen eh keinen davon. Obwohl, die Stats wären, glaube ich, auch so gut geschrieben, oder? Dann nehme ich natürlich den mit der meisten Weisheit. Wie gesagt, ich lese die Questtexte jetzt nicht mehr vor. Außer es ist natürlich wieder gewünscht, ne? Ihr könnt das in die Kommentare schreiben, wenn ich das weitermachen soll. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, euch mit meinem Gehaspel irgendwie ja, aufzuhalten oder so. Wie gesagt, wer die Texte lesen will, das Fenster ist ja lange genug offen, könnt ihr kurz auf Pause klicken und euch den Text gerne durchlesen. Ihr verpasst da auch nicht. Oder wir machen einen Kompromiss, ich lese die Geschichtsquests vor und ja, diese Nebenquests sind eigentlich nur zum Leveln da, also ja, weiß nicht. Wie gesagt, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt und werde natürlich auch drauf hören, was gewünscht wird. So, Fundsachen, da bekommen wir nur Gold und Erfahrungspunkte, sagt man natürlich sofort ein. Dekonstruktion, ah, ich erinnere mich, wir haben letztes Mal, glaube ich, diese Mine da, also jetzt hinter uns, befreit. Hier können wir uns eine Hose aussuchen, die, ja, wesentlich schlechter ist, deswegen ist egal, welche wir nehmen. So, Scherbensammlung. Zusammenfassung, zerstört Konstrukt Regenerationseinheiten, indem ihr in ihrer Nähe Problemlöser platziert. Wenn die Einheiten zerstört sind, sammelt Kristallfragmente aus ihren Trümmern. Yay! Gibt natürlich nur Gold und Erfahrung, natürlich auch mit den Grubenratten ein bisschen Bekanntheit. So, Geschichte, ich lese es mal vor. Der Goldenschlund schindet die Minenarbeiter zu Tode und ersetzt sie dann mit Konstrukten. Eine Tragödie, ja, aber ihr Schutz ist zweitrangig, weil wir müssen erst wissen, weil wir erst wissen müssen, wie die Kultisten ihre Maschinen antreiben. Eine Alternative zum Quellstein wäre ein unglaublicher Fund. Benutzt diese Verkleidung und findet so viel wie möglich heraus. Alles klar. Das alles machen wir. Oh, jetzt verdunkelt sich auch noch der Himmel hier. Wahrscheinlich geht hier gleich die Luzi ab, ein Event startet. Zumindest in der Wundwaldregion. Naja. Ah, gut euch zu sehen. Ja, gut mich zu sehen. Ich weiß, die Quelle des Problems. Da kriegen wir auch nur Erfahrungspunkte und Gold. Und Zusammenfassung. Beschafft Konstruktkomponenten, die überall um den Schlachtenfels nordwestlich der Basis des Rundwaldlifts liegen gelassen wurden. Genau. Ihr könnt sie euch auch von aktiven Konstrukten holen, die in der Gegend herum umherstreifen. Ja, 12 Stück, dankeschön. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und, ja, das ist sehr schön. Das ist meine, ja, Zwangstrennung von der Deutschen Telekom AG. Ja, ich hätte auf die Uhrzeit achten sollen. Nichtsdestotrotz ist dieser Part hier zu Ende, auch mit diesem unschönen Screen. Deswegen würde ich sagen, wir machen im nächsten Part sofort da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei der Annahme der restlichen Quests. Und,
Ja, ich hoffe, euch hat der Part bzw. der Einblick in den Shop bzw. überhaupt das Free-to-Play-Modell so ein bisschen gefallen. Warte natürlich auch auf Feedback, ob ich was vergessen habe oder so zu erzählen. Wahrscheinlich wegen Rex, also dieser Handelseinheit da. Ja, da werde ich demnächst noch was zu sagen, also in der nächsten Folge wahrscheinlich. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Rift. Also, bis dann!